bei den letzten Testläufen hatten wir immer noch das Problem, dass die Flamme ausgeblasen wurde, beziehungsweise erst gar nicht in die Brennkammer gekommen ist. Wir haben festgestellt, dass die Flamme deutlich besser in der Brennkammer bleibt, wenn die Brennkammer heiß ist. Das heißt, wir haben die Brennkammer vor dem Testlauf schon deutlich erhitzt und dann noch ein bisschen feinfühliger mit dem Gas umgegangen und dann konnte man auch ganz gut die Flamme halten. Behaltet während des Testlaufs einfach mal die Druckanzeige im Auge und schaut, was da so passiert. Außerdem ist leider im letzten Mal der Motor kaputt gegangen, deswegen mussten wir diesmal auch wieder den Kompressor nehmen, aber ich glaube, drehzahltechnisch tut sich da gar nicht so viel. Wie ihr gesehen habt, läuft das Triebwerk immer noch nicht selbstständig. Es ist ziemlich merkwürdig, dass auch wenn man während des Laufens, während man es mal andreht, wenn man die Hand hinter das Triebwerk hält, man merkt Wärme, aber im Prinzip gar keinen Schub. Es ist ein sehr warmes Lüftchen, also von der Temperatur her ist es schon sehr warm, aber es ist wirklich nur ein Lüftchen. Es ist, man merkt quasi überhaupt nichts, vergleichbar mit einem Propeller und einem Elektromotor vom Flugzeug oder so. Offensichtlich entsteht auch überhaupt gar kein Überdruck in der Turbine, was ihr ja gesehen habt, was natürlich auch notwendig ist, damit so ein Triebwerk läuft. Das ist sehr merkwürdig. Außerdem ist uns aufgefallen, dass beim Abkühlen, beziehungsweise umso länger man es laufen lässt, es immer wieder Klackergeräusche gibt. Es hat sich wohl irgendetwas verzogen, weil es ist eigentlich so viel Spiel da, dass eigentlich durch die Wärmeausdehnung es keinen Kontakt geben dürfte. Da müssen wir aber auch nochmal so schauen, woran das liegen könnte. Genauso aber, warum man überhaupt keinen Luftzug merkt, spürt, das ist schon sehr merkwürdig.